Guten Morgen, es ist schon wieder windig. Wir gehen jetzt gerade nach 1770. Müssen wir schauen, vielleicht nimmt uns wer mit. Wir hitchhiken so ein bisschen, probieren sie erstmal, ob es auch klappt. Oder wir gehen. Ja, weil das machen nämlich hier alle. Dahin hitchhiken, weil es gibt da keine Busverbindung leider. Und das probieren wir jetzt aus. Ist irgendwie ein 6,5 Kilometer Walk sonst auf der Straße. Es gibt auch keinen anderen Weg so richtig. Nur am Strand. Am Strand, aber das ist ja langweilig. Aber auf der Straße ist so viel interessanter. Ja, das ist auch langweilig. Von daher mal schauen, vielleicht bekommen wir ja was. Aber mal schauen, was man so leben wird jetzt auf diesem kleinen Walk. Ja, wir haben hier die Sportstation. Genau. Und die Sportstation entdeckt und erstmal hier jetzt bei, keine Ahnung, 30 Grad knapp sporteln. Weil wir ja nicht gestern schon genug gesport haben. Wir sind jetzt ganz vorne angekommen. Ich hoffe, dass man mich versteht, weil es hier so windig ist. Also nicht ganz, ganz vorne, aber fast ganz vorne. Und das Wasser ist so extrem türkis, als einfach so flach ist. Einfach richtig schön. Also hier 1770 ist echt wunderschön. Einfach ein richtig schöner Küstenabschnitt von dem 4 Mile Beach, der bis Agnes Fall geht. Wunderschön. Genau hier ist James Cook am 24. Mai 17.70 Uhr angekommen. Richtig krasse Geschichte, die wir hier machen. Wir machen jetzt hier den Coastal Walk. Der ist ein bisschen mehr als ein Kilometer lang und geht hier direkt an der Küste lang. Echt ganz schön. Und es steht auch drin, dass man hier Outdoor-Erfahrung und so braucht für den Walk. Es ist halt einfach so ein Wanderweg. Ich weiß nicht. Über 2 Stunden unterwegs. Ja, also heute sind wir echt ganz schön aktiv. Und gestern der Surfkurs. Wir verbrennen hier Kalorien wie sonst noch was. Und da mag einer sagen, dass wir fett aus Australien zurückkommen. Ziemlich krass hier, weil hier schälen sich die Bäume teilweise. Wir wissen auch nicht genau wieso. Wir gehen aber davon aus, dass es ist, weil hier ab und zu die Bäume brennen. Man sieht auch teilweise, dass die Bäume so schwarz sind. Und ich werde wahrscheinlich dann schälen und einfach die alte Kruste sozusagen, die alte Schale runter zu bekommen. Faszinierend. Es ist inzwischen hier schon echt ganz schön tropisch. Merkt man hier an der Vegetation einfach. So ganz anders als bisher. So, jetzt sind wir fast vorne. Und wir haben beide einfach richtig krassen Hunger. Aber kann man nicht ändern. Es ist dann einfach völlig fertig, wenn man Zucker sieht. Brauchen unbedingt ein bisschen was zu essen. Aber wir finden schon bestimmt gleich was. Beziehungsweise müssen halt ein Stück zurückgehen dann. Und schon geht's wieder zurück. Jetzt schauen wir aber, dass wir dieses Mal wirklich hitchhiken, weil wir sind jetzt gar nicht gehitchhiked. Aber vielleicht schaffen wir es zurück. Wäre schon ganz geil, weil wir echt extremen Hunger haben. Und jetzt eigentlich Fish and Chips oder einen Burger oder so gönnen wollen. Wäre ganz lässig, oder? Ja. Mega Hunger. Mega. Mega. Hast du noch was zu erzählen? Mir hat's dir gefallen? Voll schön. Echt. Aber es ist einfach so heiß. Ja, das stimmt. Jo. Ja. Mal schauen, ob wir hitchhiken. Vielleicht schaffen wir es ja. Awesome. Jetzt sind wir hier direkt hochgefahren. Also rübergefahren eigentlich mehr oder weniger. Innerhalb von 2-3 Minuten waren wir eigentlich fast da. Mit einem ganz netten Australier aus Brisbane. Also echt krass, dass du das nicht mit der Kopf
Es war ein Neuwagen von dem und hat nur 1290 Kilometer gehabt. Der hat gesagt, er ist im Urlaub, mit seiner Frau hier im Urlaub für eine Woche und ja, der ist ungefähr hier mit dem Auto hochgefahren und seitdem noch nie mit dem Auto gefahren. Ganz schön krass. Aber war echt cool. Hat man auch mal die Erfahrung gemacht zum Hitchhiken. Und jetzt holen wir uns endlich was zum Essen, weil wir haben beide so Hunger. Und wir sind wieder bei genau dem gleichen Fish and Chips Laden gelandet hier in Agnes wie gestern. Bei auch Fish and Chips. Ist aber echt gut und wir haben jetzt zwei Burger und Pommes und ein Getränk und eine Soße für $22 bekommen, was eigentlich relativ billig ist. Ich hoffe, dass es auch geschmacklich gut ist. Sehen wir gleich. Unser Belohnungsessen. So, jetzt unser Belohnungsessen, genau. Burger, vor allem im vollen geilen Brot. Und Pommes dazu, richtig lecker. Ich wollte mir eigentlich im EJ wieder mein Eistee mitnehmen, aber der Eistee kostet hier einfach $5,25 und 2,50 oder so ist es mir wert, aber $5,25 nicht mehr. Inzwischen sind wir schon zurück im Hostel. Haben jetzt hier eine halbe Stunde mittags Schlaf nicht wirklich gemacht, aber einfach rumgesessen, ein paar Videos geschaut, einfach ein bisschen gelangweilt. Und jetzt hüpfen wir dann noch in den Pool, weil es einfach so extrem heiß ist. Also es ist wirklich richtig, richtig heiß. Es regnet einfach so krass, extrem, einfach nur noch. Boah, Alter, wir sind gerade am Kochen und es gibt einen Stromausfall im Hostel. Sehr toll. Es gibt nicht mehr das Wasser. Da kommen schon die Moskitos. Ja. Aber wir haben alles gelöst, wir haben ungefähr alle ihr Handy an. Das heißt, wir haben auch wieder Licht. Aber es gibt kein Wasser, weil die Pumpe elektrisch ist, was richtig dumm ist. Aber wir haben jetzt hier uns eine riesen Portion Salat gemacht. Kann man nichts machen. Der Strom war jetzt eh auch eigentlich nach 2-3 Minuten gleich wieder da. Und wir essen jetzt unseren krassen Salat. Diese riesen Portion mit lecker Knäckebrot. Und das Coole ist, bei dem Knäckebrot, das Knäckebrot besteht aus Sesame. Das ist ein Mensch.